Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute gibt es Listen. Und zwar nicht mit Gehirn, nicht mit ganz viel Gehirn, sondern mit ganz wenig Gehirn, quasi ohne Gehirn. Ja, Lee Sin ist ja quasi auch mein Lieblingschamp, Kappa. Ich hasse Lee Sin tatsächlich, zumindest ihn im Team zu haben. Es gibt aber einen Punkt und den kann man nicht deflecten, so sage ich einfach mal. Und zwar, dass Lee Sin unglaublich viel Spaß macht. Da kann man wirklich nichts gegen sagen. Und deswegen spielen wir ihn heute. Und ohne Gehirn heißt, dass ich natürlich viele Dinge sagen darf über andere, aber niemand über mich. Nein, das heißt, dass wir richtig viel Müll machen werden. Machen wir den? Boah, wir versuchen es mal. Und zack. Oh shit, ich hab's doppelt aktiviert. Das war auszusehen. Ja, nee, also ohne Gehirn heißt, wir spielen auf Full HD, so wie man es nicht machen sollte. Sollte man definitiv nicht. Das war jetzt nicht absichtlich, aber wir müssen natürlich den Vorteil sehen. Dass, naja, wer früher flasht, hat seinen zweiten Flash früher ready, ne? Ja, und jetzt komme ich nicht in Gefahr, ihn aus Versehen für irgendwas Dummes zu nutzen. Also ich würde sagen, das war eine Win-Win-Situation. Nicht verkehrt, nicht schlecht, kann man so machen. Ja, gut. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Kriegt man eigentlich hier zwei Qs durch? Ja, ne? Denke ich schon. Ja, also wir spielen Full HD, wie man es definitiv nicht machen sollte. Also vielleicht nicht direkt Tablet. Ich habe eine coole Idee, was wir bauen, so ungefähr. Aber ja, ich werde jetzt nicht sagen, okay, hey, normalerweise sollte man Lee Sin schon so ein bisschen tanky machen. So, Quinn ist ein super aggressiver Champion und auch Diana sehr leicht zu ganken. Deswegen gehen wir auch direkt mal ganken. Die haben leider keinen Flash mehr. Aber, guck mal, der Maokai muss nur sein Wurzel-Wurzel-Dings drauf machen. Ja, jetzt, ja, vielleicht hier. Ja, okay, das war nix. Aber vielleicht geht er gleich noch was. Gehen wir mal in die Mitte rüber steppen. Oder vielleicht warten wir da. Ne, wir machen jetzt erstmal Taunty, würde ich sagen. Taunty müsste gleich kommen. Ja, Mitte lässt sich gerade nicht so gut ganken. Ist ein bisschen schade, Marmelade. Wie sieht's bisher aus? Es wird 2-0. Ja, Pock, wir haben leider keinen AP-Damage im Team. Das heißt, Volibear can feel free to go full tank. Könnte ein bisschen ekelhaft werden. Müssen wir mal schauen, wie das Ganze so funktioniert. Oh shit, wie viel macht mein Zweit? 430. Und? Kann ich bitte? Batz! Können wir den nicht fighten? Ja, so. Ja, okay, vielleicht nicht. Aber ich kann nicht jetzt nicht zum anderen Taunty einfach rüberlaufen. Wahrscheinlich kommt er auch und er hat noch einen Smite. Die Frage ist, können wir hier nicht eine Contester machen? Contester! Batz! Zack! Batz! Batz! Swap! Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir. Ach, wir haben keinen Flash. Ja, aber das war schon mal maximal ohne Gehirn. Ja, ist ein bisschen doof. Tank Design kickt natürlich auch komplett rein, aber ich meine, was habt ihr erwartet, Leute? Ganz ehrlich. Come on. Was habt ihr erwartet? Also, wir machen Schuhe. Ja, können wir Golems relativ schnell machen? Glaube nicht, ne? Ist nicht so geil. Ja, der Gank war nicht so geil. Er hat jetzt Taunty bekommen, ist Level 4. Wir machen das schon, Leute. Wir müssen nur Level 6 werden und wir haben ja bald unseren zweiten Flash ready. Das wird ja auch wohl für irgendwas gut sein, oder nicht? Also kommt, Leute, kommt. Macht mal jetzt hier, ne? Zack. Batz. Batz. So, den zweiten wir mal weg. Naja, auch hier mal ganz wichtig, ja. Ihr wollt ja auch ein bisschen was lernen. Ich meine, die meisten, die Lee Sin spielen, werden das schon wohl wissen. Aber wenn ihr eure W macht und dann smitet, also Doppel-W, dann... Na, die W macht ja von eurem Damage, den ihr an anderen macht. Und dadurch heilt ihr euch ein bisschen mehr. Das ist ganz nett, definitiv. Zack, so. Können wir Top-Lane ganken? Wie wäre es, wenn wir nochmal Top-Lane probieren? Komm. Komm, 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 komm. Jetzt. Und ich mache ein Schild auf dich. Und eine Q. Und Auto-Tech E. Und Batz. Killed. Swag. Hu. Radinov. Ein schöner Radinov war das. Ein schöner Radinov. So. Ich weiß nicht, ob wir Tiamat bauen, aber ich glaube schon, weil ich habe eine Idee, was wir bauen. Ich habe nämlich auch Conqueror dabei. Und deswegen wäre ein Tiamat vielleicht cool. Vielleicht können wir den Grump machen. Könnte natürlich gefährlich sein, wenn jetzt hier Mr. McVolleybearstein vorbeikommt. Das wäre ein bisschen schwierig. Diana ist 2-0, aber ich glaube, sie hat einen Kill von mir. Also ich bin so ein bisschen teilschuldig, sage ich mal. So, den haben wir gemacht. Sehr gut. Wie viel kostet Tiamat? Bam! Richtig aus seinem Leben gekickt. Tiamat. 825er. Ja, Sacramento. Ja, da müssen wir noch eben vielleicht die Papageien machen. Ja, und wir müssen Mitte ganken. Die Diana ist ja auch eigentlich gankbar. Achso, ich habe meinen Chat hier weggezogen. Da ist er. Zack. So, ich würde sagen, wir counter-jungeln mich selber, indem ich nur den Großen mache. Wobei, naja gut, mit Tiamat will ich schon die Kleinen auch machen, deswegen... Aber das dauert so lange. Guckt euch das an. Das ist voll katastrophal.
Katastrophe, Katastrophe. Bam! So, okay. Wir machen meinen Tiamat fertig. Tiamat muss man, glaube ich, nicht unbedingt bauen. Aber wie gesagt, ich habe Pläne. Das ist der erste Punkt. Denn meine Idee, ich werde es jetzt mal ein bisschen deliveren, releasen, ist, ich weiß gar nicht, was man auf Lee Sin so baut. Ne? Das ist erstmal der erste Punkt. Ich habe gar keine Ahnung. Aber wir kaufen uns mal einen Control Ward zum Jumpen. Meine Idee ist, dass, was ist das für ein Drache? Wasser. Meine Idee ist, dass wir so einen Lifesteal Sustain, Zerstör, wir sterben nicht Bild machen. Das heißt, eine Ravenous Hydra werden wir später bauen. Wir werden einen Death Dance bauen. Ja, Phantom Dance, da weiß ich noch nicht. So ein Sterax, irgendwie sowas in der Richtung. Also vielleicht, ja, gar nicht komplett ohne Gieren tatsächlich, aber ne, so ein Battle Bruiser Bild oder sowas. So in der Richtung. Müssen wir mal sehen, wie wir das machen. Na? Bam! So. Wir sind jetzt gleich bald Level 6. Wir machen dann schnell den Gromp und vielleicht noch den Red Buff und dann müssen wir Level 6 sein. Und dann gehen wir die Diana ihr Gesicht aus dem Gesicht kicken. Aus dem Kopf kicken. Ich glaube, das machen wir so. Sollte ja wohl funktionieren, oder nicht? Oder nicht? Bam! So, vielleicht sollte ich ein bisschen warten mit der... Ich habe ja eh nur eine Cube pro Gegner. Sollte ich ein bisschen mit warten. So, wir machen jetzt noch eben... Okay, oder wir nehmen die Farm in der Mitte. Sie ist Level 7, was ich nicht geil finde. Finde ich nicht geil. Das heißt, wenn sie was auf mich macht, sterbe ich. Aber man ist Toplane gestorben und ich kann... Komm! Oh, bekommen. Sehr geil. So, vielleicht können wir hier ein Sacrefredo machen. Also, wir können uns erstmal ein bisschen hochfahren. Vielleicht kommt ja Zed oder so. Dann können wir hier so ein... ich habe seit 100 Jahren kein Lee Sin mehr gespielt, aber ich bin... ich bin motiviert, gleich eine Kick-Compilation hier zu machen. Ich bräuchte aber jemanden, der mir hilft. Alleine ist nicht so gut. Vielleicht Zed. Jetzt. Das Problem ist, ich glaube, ich sterbe dabei. Aber vielleicht... Ah, Zed hat keine Ult. Ich glaube, ich hole jetzt meinen Red Buff. Red into Mid. Schreiben wir das mal. Ja, mit Red Buff, der heilt nämlich schön AP. Und dann können wir noch hier ein bisschen... Ein bisschen mit W. Wir müssen aber gucken, dass da jetzt keiner... Aber ich kann nicht warden. Ich brauche die Wards. Na? Bam. So. Oh, da ist er. Geh weg, bitte gehen Sie fort. Gehen Sie fort. Gehen Sie fort. Gehen Sie fort. Ich könnte ihn in den Turm kicken, aber lassen wir es mal. Guck mal, jetzt haben wir Red Buff, jetzt heilen wir. Und jetzt komme ich. Jetzt machen wir geile Action. G, A, geile Action. Q. Bäh. Also ja, so ich sag mal, ja, so es war vielleicht. Also ja, so. Aber komm. Oh, er slaut mich. Komm. Ich könnte noch eine geile Q machen. Aber, naja, ja doch. Oh. Wow! Batsnikov! Komm schon! No, ja, nein. Oh, okay, aber er ist noch gestorben. Ja, also, ich denke, es ist okay. So, rote Machete brauchen wir auch für mein Bild, glaube ich, weil wir sind so ein Battle Bruiser Tobi. So, bäh, und zwar, und U, und A. Und deswegen, ne, damit können wir den Gegner smiten und dann richtig reinbattlen mit Conqueror und so. So lange Fights oder sowas. Da kicke ich den Gegnern ihr Gesicht aus den Füßen raus. So, jetzt gehen wir nochmal Top-Lane. Ja, der Kick gerade war, war okayisch. Die haben mal Zillion, das nervt übelmäßig. Guck mal, 4-0 Ezreal. Super delicious. Ich würde sagen, wir machen Golems into Top. Immer sowas schreiben, dann weiß der Gegner, deine Mates wissen dann direkt, was Sache ist. Also ich mache Golems, damit ich vielleicht noch Ultimate bekomme. Ne? Und jetzt mit Tiamat geht es auch ein bisschen flotter, Karotta, ne? Das ist auch nicht schlecht. Flotter, Karotta. Batz. Und Schlag des vierköpfigen Drachen. Bam. Wenn ich so ein Kung-Fu-Kämpfer wäre, dann würde ich alle meine Attacken benennen. So, oh, hier ist ein Quinn. Ein Quinn, gut. Hat der mich gesehen? Weiß man nicht. Ich hätte einen Control, aber ich kann es nicht stellen. Ich habe halt noch keinen Kick, leider. Und sie zu queuen ist auch schwer, weil sie ein Vogel ist. Ja, sie wird, glaube ich, drum rumfliegen. Die Frage ist, ob sie hier Vision hat. La Vision de Tegu weiß man nicht. Weiß niemand. Okay, vielleicht können wir nochmal Wuss Midlane. Diese haben sich gegenseitig gekillt oder so. Hat Quinn den gekillt? Nee, weiß man nicht. Wo ist denn die Quinn jetzt? Queenifere! Mrs. Queenifere! Okay, dann machen wir hier noch einen Grump eben, würde ich sagen. Geht auch. Ne? Ach, come on. Mach jetzt nicht diesen. Ah, okay, ich akzeptiere meinen. Die hatten. Leute! Hatten die wirklich Vision? Wo? Die haben mich die ganze Zeit irgendwo gesehen. Ach komm, das kriegt sie wieder. Sie denkt jetzt, ja, wow, ich war so cool, hab den outplayed, kriegt sie wieder. You Getty schreiben wir. Nicht zu verwechseln mit Bugatti. So, okay, wir gehen jetzt hier so, ich würde auch Midlane gehen. Midlane, Toplane, so irgendwo kicken wir da. Nächstes Play, jetzt kommt ein richtig krasses Play, Leute. Ihr müsst nur gefasst sein. Gefasst. Nehmt euch was zum Fassen. Ich hab voll Hunger. Und eine Latte. Waste not a minute.
So, Abfahrt, da oben. Zed ist leider nicht da, beziehungsweise Dian auch nicht. Abfahrt, er muss nur sein Wurzelwerk drauf machen. Wurzelwerk, 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 Wurzel, Ult, 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 Ult. Wie wär's, wenn du... Komm schon, gib mir die Q! Bam! Na, okay, ich konnte nicht mehr. Meine W war sogar auf cool, aber ging nicht mehr. Ult. Hat der keine Ult gehabt, oder... Bro, warum ultet er denn nicht? Das ist doch seine Ult. Wurzelwerk, oder nicht? Warum ultet er nicht? Warum... Das, die hätten wir... There was no point. He was there. Learn to play. Ja, hä? Was macht er da? Er schreibt und stirbt. Ja, also Leute, hätte... Das Ding ist, Mr. Volleyball war ja erst voll spät da. Hätte er Wurzelwerk früher benutzt, hätten wir auch Quint früher gekillt. 100-mal früher, 1000-mal früher. Ja, okay. Aber wir akzeptieren. Wir spielen ja ohne Gehirn, deswegen 4-4 ist für ohne Gehirn noch echt okay. So, ja, jetzt stimmt der RIP. Gut, wir gucken mal. Wir müssten jetzt eigentlich Drache. Ich glaube, wir holen uns mal den Drache. Dann kann ich mich ein bisschen heilen und so. Das müsste. Wenn ich jetzt schnell bin, müsste das immer noch gehen, oder? Zack, so. Rüber, 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 rüber. Leute, help. I need somebody's help. Go, 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 go. Volleybär ist oben. Irgendjemand? Alleine? Also, ich kann ja auch alleine machen, aber dauert zu lange. Batz, batz. Okay, wir machen mal den hier hin. Guck mal, da haben die nämlich Le Vision. Leute, ich brauche hier jemand, der mir hilft. Wäre das okay für euch oder nicht? Weil Volleybär ist gleich da. Ich bin sehr langsam. Weißt du, jeder will den Drachen haben, aber niemand will helfen. So funktioniert's immer. Wie viel macht mein Smite? 540er. Oh, der Wasserdrache ist auch das stärkste, actually. Batz, okay, sehr gut. So. So, 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 so. On Arrow. Arrow, 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 Arrow. Okay, wir holen uns mal eben schnell noch ein bisschen Leben. Wir haben gleich wieder die Kickmaschine ready. Die Kickmaschine. So, wir holen uns Red Buff und dann. Wir müssen immer noch Quinn nochmal ihr Gesicht wegkicken. Volleybär und auch Midlane. Botlane ist eigentlich egal, das läuft schon. Da läuft der Lachs. Aber ja, da in der Mitte geht, was ich komme, weil da kommen gleich noch Gegner. Das wird so eine Gegner-Compilation, so ein Aram-Ding. Oder Diana killt einfach alle. Oder auch nicht. So, die müssten jetzt mittlerweile auch sehr einfach gehen. Batz, so, batz, zack. Oh, guckt euch das an, Leute. Richtig deliziös. So, nächstes Item würde ich sagen: Death Dance. Oder? Ja, oder? Erst ein Black Cleaver? Ne, ich glaube Death Stance. Ein schönes Death Stance. So, jetzt gehen wir Top Lane. Quinn. Die ist nämlich immer noch, die kriege ich immer noch Getty Spaghetti. Die ist immer noch auf meiner To-Getty-Liste. So, Mr. Waldmann ist auch dabei. Die wird vielleicht nach rechts abhauen. Oder sie macht gar nichts. So, geslaut. Q drauf. Oder auch nicht. Gekillt. Schön. Schön. Ich weiß nicht, wo meine Q war. Ich glaube... Minion oder so, aber sie ist tot. Oh, wir könnten mal an den Platten sind jetzt genau vorbei. Scheiße. Scheiße. So, da ist Volleybär. Ich lasse ihn den Taunty und nehme seinen Jungle. Das ist Fair Trade, nennt man das. Bäh. Swap. Zack. So, diesmal bitte ohne sterben. Zack, so. Wir könnten hier so eine Bait-Kanone machen. Könnten wir machen. Sehr schön. Und jetzt machen wir nämlich den. Wurzelwerk, ja, das ist ein bisschen, ja, ne? Aber da ultet er. Ja, ne? Ne? Aber ich mache jetzt auch kein Auge. Ich bin jetzt nicht Augensinn oder so. Bra! Okay, tschüss. Ich kann dir ein bisschen helfen. Hier, das alles. Mehr kann ich nicht machen. Das war's. Was, ich? Wieso ich? Wieso ich? Okay, die Quinn hasst mich. Okay, ich kann es dir nicht verübeln, aber die... Okay, wieso ich? So, Leute, wir brauchen CDR-Schuh, damit wir mehr kicken und mehr flashen können. Ich habe jetzt gerade leider geflasht, bisschen unglücklich, aber... So, wir gehen jetzt Death Stance, würde ich behaupten, oder? Glaube, 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 Schmaube. Ja, wieso ich? 5-5, Leute. Das ist unser Goal. Wir wollen wenigstens even sein. Das ist das Minimum, was gehen muss. Problem ist natürlich, Lee Sin scaled nicht so wunderbar ins Game. Aber wir haben immer noch einen Ezreal, auch wenn ich ihn noch nicht einmal gesehen habe. Da ist er. So, wir gehen wieder Quinn, Leute. Ich habe eine Fehde mit Quinn. Was heißt Fehde? Oder habe ich eine Fedea mit Quinn? Ah. So, meint ihr, ich schaffe sie im 1-on-1? Könnte gehen. Doch. Aber es wird kein 1-on-1. Aber ich war auch nur eine Frage. Man wird immer nur fragen dürfen. So, wir machen erstmal wieder Golems. Und Fußklatscher. Bam. So, okay. Cool, 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 cool. Oh, das kommt. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Ich bin unterwegs. Ich komme. Ich komme. Ich komme, ich bin schneller als die. Geht da noch irgendwas? Oh, der macht. Ich habe noch einen Kick, Leute. Da kann man bestimmt noch was machen. Ich muss nur. Ja, so.
Bam! Tötet ihn! Tötet ihn! Jetzt lasst mich am Leben! Macht, helft mir! Oh, okay. Ja, okay. Also ja, Kick war da. Hab auch kurz... Ich glaube, es war auch okay, weil der hat mehr Geld gegeben. Ja, why you focusing Volley? Ja, hä? Weil der 4-1 ist und Geld gegeben hat bestimmt. Und die Frage ist aber, why niemand mir gehelft hat? Why nobody help? Why nobody help? Okay, was brauchen wir? Wir brauchen Tankiness. Ein bisschen Tankiness. Nicht zu viel, weil wir wollen ja nicht mit Gehirn spielen. Hier eine Rüstung. Und ein Hammer. Ein Hämmersche. Schöne Hämmersche. So, das Gute ist, wir haben jetzt jedes Mal, wenn wir loslaufen, wir sind ja Einweglisin. Aktuell passt es wirklich mit Einweglisin. Du gehst los, killst einen und stirbst dabei. Na? Vielleicht werden wir irgendwann zu Mehrweglisin. Das wäre cool. Na, dass wir auch mal zur Base kommen. What does mean help? Helfing. So, nehmen wir den. Wie sieht's mit Drache aus? Infernal Drake. Wie wär's, wenn ich dem sofort seine Flügel vom Gesicht kicken würde? So, wir haben jetzt gleich wieder Kickmaschine ready. Auf den Boden gehauen. So, diesmal machen wir die Q super spät, weil ich habe eh nur eine, ne? Würde eigentlich mehr Sinn machen, aber meistens benutzt man die ja auch irgendwie, um ranzukommen schneller. Bam. Zack. So. Ich habe die Kickmaschine geladen. Bin unterwegs. Hab ein Ward nicht ready. Scheiße. Hab kein Ward. Wie soll ich denn einen Kick machen ohne Ward und Flash? Man kann es probieren, aber klappt sowas? Weiß nicht. Hier. Jetzt, go! Okay. Okay, Drache ist da, Leute. Alter, die macht aber auch Damage. Die hat einen Blutdürste, Alter. Wieso macht die Damage? Hier können wir Infernal machen. Das ist ein. Go, go, go. Z, go. Z, go. Z, Z, Z. Ich meine, die haben keine Vision. Die haben nur das Wort, was da steht, Leute. Und das lassen wir, weil dann denken die, wow, die machen den nicht. Weil, wenn die den machen würden, würden die das. Leute, wie wär's, wenn ihr mir helfen würdet? Ah, Boys. Boys and Girls. Okay, ich komme. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich bin around. Ich bin about to be ready. Komm, ich bin auch was. Ah! Okay, den, da kann ich was machen. Ich kick ihn weg einfach. Ich kick ihn einfach. Bam! Bam! Zack, so nimmt man die Kills. Oh, Leute, wir stehen 7-1, 7-6, meine ich. Wir könnten zu mehr Wiglis hin transformieren. Boss-Transformation. Hier, nimm das. Ich wäre kein Lee Sin, wenn ich das nicht machen würde. Lass mich raus! Ah, ah. Oh, ich habe seinen Flash gebaitet. Tötet ihn! Okay. Also, okay. Also, hey, wieso ist ein Set gestorben? What the fuck was that? Ja, ich meine, ich meine, ganz ehrlich, ja, das war dumm. Es war gewollt dumm. Ich meine, aber... Yes, it was dumb, but... It's not the reason why you died. Also das Ding ist, wenn Volibert hat ja den Zed gekillt. Den hätte er auch ohne mich gekillt, so. Also ohne mein End hätte er den Zed gekillt. Ja, aber mein Gott, man muss auch mal Sachen machen, die lustig sind, oder nicht? Also Leute, kommt. Außerdem stehen wir jetzt 7-7. Kurz, I failed to be. Yeah, we both failed. Now we can go on. So, gut, schön. Schön und gut. Wir holen uns Red Buff. Wir haben jetzt Flash und Ward, Leute. Let's fucking go. Flash und Ward. Zack. So, Kickmaschine ist geladen. Wir nehmen einmal die mit. Die müssten nämlich richtig flotte, schnelle Rallye gehen. Zack. Zack, zack. So, wo geht... Oh, Blue Buff, Leute. Oder eine Kickmaschine in der Mitte. Da sind zu wenige... Okay, ich wurde gestochen von der Fliege. Nee, nee, Leute. Leute, 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 Leute. Ich will nicht Watch... Oh, da stand schon Ward. Und jetzt habe ich... Kalt. Okay, es passt. Toll, ich bin fast tot. Was mache ich jetzt? Ja, ich mache Red Golems oder nicht, weil kein Leben. Die heilen mich ein bisschen. Bra. Zack. Okay, sehr gut. Sehr gut. Ja, scheiße. Jetzt habe ich... Naja, ich habe Flash, aber kein Ward. Okay, würde es auch gerne mit Ward machen. Mann, wir müssen mal ein richtig geiles Play machen. Bisher hatten wir noch kein geiles. So ein richtig geiles. Hier, Toplane, Quinn. Quinnifer. Ich komme. Go, mach Wurzelwerk. Du musst nur Wurzelwerk machen. Mach Wurzelwerk. Jetzt. 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 Zu spät. Ja, jetzt geht auch vielleicht noch. Solo. Schön. Vielleicht können wir den Tower wegkicken. Was wäre, wenn ich den Tower einfach in den... Au, au, au. Heiß, heiß, heiß. Au, in den Tower, in den Nexus kicken würde. Können wir ihn... Ah, ne, er hat eh immer Ult. Wie viel brauchen wir für Death Stance? 1-4er. 1-4er, 1-Schmierer. So, okay. Ich meine, ich will irgendwas machen, ey. Montage, Plays oder keine Ahnung. Oh, das war bestimmt Volibear, oder? Nee, das war... Oh, Mann. Geh weg. Lass mich in Ruhe.
Gehen Sie bitte fort. Ich töte dich jetzt. Komm nochmal her und ich töte dich. Bläh! Bam, bam, bam. Ja, mach dein Dings da. Bam. Batz. Hä? Ist ja free. Oder kommt eine Ash? Hä, wo ist denn, wieso hat der, was ist denn los mit den Leuten? Kann ich den machen? Nee, ne? Ich tue jetzt so, als würde ich weglaufen. Und dann, okay, wir müssen jetzt, passt auf, Leute, krasses Play. Okay, Leute, mein Plan war eigentlich, jetzt wäre ein krasses Play gewesen, die Quinn runter zu kicken. Und dann rüber zu queuen. Idee war cool, Ausführung hat leider, ich weiß nicht, normalerweise fliegt sie, aber sie ist nicht rüber geflogen. Ja, aber es war okay, wir leben, Leute. Und wir haben Death Dance und wir haben Silieren gekillt, also was soll's. So. Oh, hier. Yeah. Und mein Team hat in der Zeit Masse gemacht, weil einfach 100 Leute mich gechased haben. So, jetzt gehen wir entweder Styrax oder Black Cleaver. Und dann werden wir Battle Bruiser, Battle Lord, Battlestar, Warlord, Galactica, Lee Sin. Das ist die genaue Beschreibung davon. Ja, Leute. Ich musste überlegen, was ich spiele. Also, ne, ich bin immer noch offen für coole Ideen. Klar, ihr habt beim letzten Mal auch ein paar coole Ideen gedroppt. Ne, ich bin absolut offen, weil ich muss jedes Mal aktuell so überlegen, ja, so, was zocke ich jetzt? Diesmal so, ja, keine Ahnung, nicht hin, so. Aber muss immer überlegen, was ich zocke. Ich habe immer Smite ready. Was mit Drache? Erdrache. Oh, Erdrache heißt mehr Kickmaschine. Wäre nicht schlecht. Ich glaube, wenn ich mich entscheiden könnte zu 5 Champions, die ich auf Lebenszeit spielen würde, wäre Lee Sin, glaube ich, dabei, tatsächlich. Weil, einfach nur, weil der Champ einfach unglaublich lustig ist. Genauso wie Fizz. Und Garen, der macht einfach mega viel Spaß. Kann man nichts gegen sagen, Leute. So, wir haben leider kein Ward. Was ein bisschen traurig ist. Gute Q. Bam! Zack. So, Drache, erwache. Was ist das hier? Infernal, genau. Nee, Air Drake. Genauso wie meine Nike Air. Okay, ich würde eben Blue Buff machen, weil der sonst hier rumsteht und... Es kann aber sein... Nee, der Volibear ist da unten. Kann ich den schnell machen? Hallo! Okay, ich muss den eben fix machen, Leute. So, jetzt bin ich ready for battle. Aber eigentlich nicht so gerne auf Volibear. Vielleicht kann ich ja so einen Turbo-Kick in alle machen. Ich mache jetzt alle weg. Passt auf, passt auf, passt auf. Ready? Batz! Wo ist meine Q, Alter? Die ist irgendwo drauf. Batz! Ja, also der Kick weiß nicht so. Ich habe aber auch nichts gesehen. Ich war blind. Was soll ich machen, Alter? Oi da. So, Drachenkick macht 760er. Smite. Das muss ja mit Lee Sin ist ja free. Also wie gesagt, ich habe ihn nicht gerne im Team, weil die Win Condition Lee ist einfach. Man muss Lee schon sehr gut können, damit der worth ist, aber. So. Ja, meine Kicks, Leute, ey. Mann, aber irgendwann kommt noch ein geiler. Ihr müsst nur drauf warten. Wait for it. Ein geiler kommt noch. Oh, was ist denn hier los? Bam! Bam! Okay, ich bin tot. Get me out! Get me, meow, 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 meow! Okay. Oh, 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 was hat mich. Chill. My second name is Chill. Tobias Chill. So, ja, Styrax. Ja, machen wir mal Styrax. Ich glaube, wir wollen zwar auch Black Cleaver, aber ich glaube, es tut gerade Note hier, dass wir mal ein bisschen auf Basis gehen. So, Yes, End wird hier geschrieben? Ja, Sacramento, du. I'm Troll now. You can't be Troll. I'm Troll already. Ja, Leute, die Leute auf dieser Elo sind... Da läuft's einmal... Guck mal, steht 17:24. Hier läuft's einmal nicht gut und sofort. I'm Troll, Leute. Hier oben ist die Ash. Ich mache jetzt den Anti-Asher. Ich gette sie jetzt. Die wird jetzt hier irgendwo lang delivern. Oder so. Ich mache einfach den Patrouilleur. Oh, ich bin aber auch Le-Patrouilleur einfach. Bam! Oh, shit, das war, aber ist okay. Auto-Tech. Go EQ. Wah! Bumni! Und jetzt machen wir... Swamni! Boah, dieser Lee Sin, wer ist das? Alter, Leute. Ja, also der Krieg, der war schon gewollt. Das war so ein... Ich habe ihr Gehirn weggekickt und dadurch konnte sie nicht mehr nachdenken. Ich habe keinen Weh. Komm ich darüber? Ich töte sie einfach. Ich bin Battle-Bruiser, Lee Sin. Das müsste doch... Okay, sie haut einfach ab. Okay, da ist sie wieder. Ich mach sie aber tot. Ich bin Battle Bruiser. Das klappt, Leute. Als Battle Bruiser müsste das funktionieren eigentlich. Oder nicht? Ist das nicht das, was ich bin? Ich bin, was ich bin. Okay. Ich brauche aber auch Ult und Red Buff. Wäre mega nice. Mega nice wäre das. Komm her. Komm her. Komm her. Okay, jetzt könnten wir Battle Bruiser. Komm her, Quinn. Vielleicht kann ich sie auf die Botlane baiten.
Der BB Botlane-Baiter. Oder ich mache den Masturbator. Oder den Kickbaiter. Hier, Leute, Kickbaiter, Kickbaiter-Play. Seid ihr bereit? Ne, okay, vielleicht nicht. Nee. Au, ich bin kalt. Okay, aber ich würde erstmal raus. Kann man eigentlich auf Potatoes wehen? Geht das? Ist hier nicht auch eine? Weiß man nicht. Okay, Leute, wir müssen schön. Okay, das Volibear, der ist tot, das ist gut. Der macht zwar Dinge, aber Volibear ist auch so useless, Leute, keine Ahnung. Voll Garbage-Champ. Hier, Solo. Okay, das Queen. Mach Wurzelwerk. Na, hat er nicht. Oh ja. Solo-Kick. Bam. Ich bin ready für einen geilen Kick. Und zwar den hier. Bäh. Oh, okay. Get me out. Oh nein, wir haben gewonnen. Oh Mann. Ja, okay, Leute, also. Also ich sag mal so, ja, es wäre auch nicht ohne Gehirn, wenn wir, also, ne, wenn wir einen guten Kick gemacht hätten, dann wäre es ja mit Gehirn oder keine Ahnung. Oh, geht ja auch ohne Gehirn, aber mit Skill, oder? Ja, das war's. War, ja, also ich sag mal, ja, wen honern wir hier? Ja, keine Ahnung, er hat irgendwie gekehrt, okay, hab gar nichts gesehen, was er gemacht hat, aber, ja, also war jetzt nicht turbo krass, gebe ich zu. Ich sag mal so, es war nett krass, 21 LP, es war nett krass, wir haben die meisten Kills im Team, auch die meisten Tode, aber... Damage wahrscheinlich, ja, so ist es okay, Leute. Ne, kann man hier keine Augen machen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank, dass ihr da seid. Auf Wiedersehen. Tschüss und Machowski, Leidachowski. Bis denn, Antenne. Très bien. Welcome. Und merci beaucoup.